Wir sind heute hier, um das Verbrauchervotum vom Goldenen Windbeutel 2013 zu übergeben. Es haben 120.000 Verbraucher abgestimmt. Der Großteil hat für Capri-Sonne gestimmt, für das Produkt vom Hersteller Wild. Deshalb ist Capri-Sonne der Goldene Windbeutel 2013 für die dreisteste Werbemasche bei einem Kinderprodukt. Jetzt gehen wir zum Firmengelände und möchten ein Gespräch mit der Geschäftsführung, um der Geschäftsführung diesen Negativpreis für Lebensmittelwerbung zu überreichen. Ich bin der 200 ml Folienbeutel Capri Sonne Orange. Ich bin ein viel zu süßer Dickmacher und werde leider von viel zu vielen Kindern getrunken. Deshalb bin ich heute hier, um zu protestieren. Das ist die Forderung, die wir an Capri Sonne senden und deswegen auch hier hinterlassen wollen heute. Der Hersteller soll die Kinder mit diesem Zuckerbomben-Marketing in Ruhe lassen. Er soll aufhören mit klassischer Fernsehwerbung, die direkt an Kinder zielt, mit dem Facebook-Marketing, das auf Kinder gerichtet ist, mit den zahlreichen Sponsorings von Sportveranstaltungen, von Abenteuercamps, bis hin zu dem Schulmaterial, was der Hersteller bis vor kurzem noch verbreitet hat. Keine an Kinder gerichteten Marketing- und Werbemaßnahmen für nachweisliche Dickmacher wie die Softdrinks von Capri Sonne. Sie befinden sich auf Betriebsgelände, das Filmen und Tonaufnahmen sind hier nicht erlaubt. Der Hersteller der Capri-Sonne Wild war nicht bereit, ein öffentliches Gespräch zu führen und öffentlich über die Kritik zu reden. Es wurde uns gerade eben dann hier im Pförtnerhäuschen eine Stellungnahme in die Hand gedrückt. Die Stellungnahme ist insofern eine Farce, ganz einfach deshalb, weil mit keinem Wort auf die Vorwürfe eingegangen wird. Da sollte sich der Hersteller und vor allen Dingen auch Dr. Hans-Peter Wild, der Vater der Capri-Sonne, wirklich schämen.